Willkommen zurück bei Männerlords. Die Briganten haben uns entdeckt. Sie sind 18, ich bin 14. Warte mal. Wir kämpfen im Wald. Ihr stellt euch hier hin und ruht euch aus. Das ging ja schnell. So, 76%. Kann ich irgendwas Taktisches machen? Stürmen, zurückziehen. Was? Stance Missile Alert? Ach so. Nee. Die sollten sich verteilen. Stellung halten. Verteidigung wird verdoppelt, die Häufigkeit der Angriffe halbiert. So. Macht sie platt. Oh, das wird knapp. Ah, die haben nur Keulen bei. Und ich habe... Schwert, Quatsch, Spieße und Dings. 13 zu 16. Haut drauf. Oh, 12, 14. Oh, das wird knapp. Standhaft. Und jetzt stürmen. Oh, 9 zu 11. Oh, oh, das schaffe ich nicht. Und los. Ja. Nee, schaffe ich nicht. Schaffe ich nicht. Shit. Shit. Null von 36. Na gut. Hätte nicht sollen sein. Tja. Liebe Damen. Can I stay with us, Drew? Der Fluch des frühen Starts. Jetzt zeigt noch 12 Personen. Alle Frauen. Oh, da sind noch 5. Einheit auflösen. Okay, 5 Leute habe ich noch. Erholen die sich? Also kann ich da jetzt nochmal angreifen? Hm. Ja, mal schauen.
Wie weit seid ihr hier? Saatfortschritt 0%. Ich setze das Feld mal auf hoch, mal sehen, ob die jetzt hier rübergehen und aussehen. Oder ob das schon zu spät ist. Aber wenigstens ja bloß eine Ernte. Oh Mann. Na gut, das ist ein mieser Start. Ich habe jetzt gleich meine ganzen Leute verheizt. Aber naja, mal schauen. Kann nur vorwärts gehen. Neue Söldnerkompanie verfügbar. Ja, würde ich gerne. Eine neue Familie ist eingezogen. Sehr gut. Oh, wir haben Oktober. Wir haben 8 Familien und nur 9. Okay, so. Okay, ihr sät aus und sie macht dort. Und hier drüben könnt ihr dann auch gleich aussäen, ja? Ich habe jetzt hier vier Familien drin. Ich hoffe, dass sie das hinkriegen. So, 28 von 40. Gerberei ist immer noch im Bau. Ich habe doch 4 Bauholz. Ach, da ist ja keiner drin, stimmt. Stimmt. Drei Bretter, 4 Bauholz. Okay. Sobald die hier fertig sind, muss ich wieder jemanden zum Sägen schicken. Die sind ausgesät. Okay. Sind das schon fertig? Ja, toll, wieder vom Banditen. Ich habe nur noch 6 Leute. Das reicht nicht. Die sind 8. Oh, warte mal. Moment mal. Spaziert immer weiter da unten rum. Oh. Die haben ein zweites Camp gebaut. Und das Camp da unten ist leer, ja? Ah, guck mal, da kommen sie jetzt. Komm hier, nehmt ein. Zack. Neue Nachricht. Ressourcen in die nächste Stadt. Ich habe Regionsvermögen.
So, Freunde. Euch krieg ich. Ich habe Regionsvermögen. Das heißt, ich kann A. einen Ochsen kaufen. Euch Pappnasen verarsche ich. Hoffentlich. Ja, mein Regionsvermögen ist nochmal gestiegen. Oh, ich habe nur noch 2 Monate Nahrung. Oh shit, ich bin auf 29% runter. Hoffentlich holen die mich nicht ein. Das wird eng. Das wird enge. Kommt mal aus dem Wald raus. Mist. Mist! Nein, nein, nein! Ach, na gut. Shit. Hat nicht geklappt. Ach, achte. Ja, schaffe ich wieder nicht. Sechse, fünfe. Na? Oh, die sind auf 1%. 4. Bitte, bitte. Ich gebe euch alles, was ihr wollt, aber greift an. Macht sie fertig. 3. Ja. Oh, ihr seid gut, Leute. Ihr seid so gut. So. Okay. Ja, wie sieht's hier aus, Saatfortschritt? Ihr seht noch. Okay. Was macht ihr hier? Ihr seid doch schon längst fertig. Ja, jetzt seid ihr fertig. Okay. Auch fertig? Okay, 2 Felder kriegen wir. Was ist mit euch hier? Hier, Party. Roms. Ich mache in die Stadt Regionsvermögen. 152 Regionsvermögen. So. Und jetzt kommt nach Hause. Dann könnt ihr euch ausruhen, okay? Deal? Ich habe jetzt 400 Regionsvermögen. Acht zu elf.
Hier wird noch gebaut. Gut. Kirche. Dafür brauchte ich Steine. 10 Steine habe ich. Ach so, ist ja immer noch nicht fertig gebaut. Gut. Aber wenigstens diesen Monat muss ich noch hier die ganzen Familien drin lassen, damit die aussäen können. So. Ich habe 2 Monate Nahrung, aber ich habe doch hier einen Jäger drin. Kirche und Bekleidung. Ja, Gerberei ist noch im Bau. Ich brauche mehr Leute. Ich hoffe, dass im November, wenn dann hier frei ist, habe ich genug Leute. Aber erstmal, ich muss die Felder fertig kriegen. Anders geht's nicht. So, wo sind meine Leute? Da. Okay. Wo ist das nächste Banditencamp? Da hinten. Oh Gott. Aber das schaffe ich nicht. Dafür brauche ich mehr Leute, weil die sind wieder voll. Die werden wieder 18 Leute haben. Das heißt, ich sollte damit mindestens 20 Mann auf der Matte stehen. Oder Bogenschützen. So. 4 Bauholz. Ist da schon wieder einer drin? Nein. Gerberei ist fertig. Gut. 73%. Feld abtrennen? Ach so, da kann ich ein Feld teilen. Das ist gut. Dann könnte ich hieraus 2 halbe machen. Das lässt sich vielleicht besser machen. Ich probiere es mal. Ob das wirklich funktioniert. Das heißt jetzt Feld trennen. So. Geht ja gar nicht. Ach, das kann wahrscheinlich nur, wenn es brach liegt. Gut. Das kann ich. Hm. Das auch. Ach, das ist ungleichmäßig wahrscheinlich. Wahrscheinlich muss ich warten, bis er fertig gepflügt hat. 82%. Und ihr kommt gerade nach Hause. Okay. Was baust du gerade? Naja, Söldnerkompanien brauche ich nicht. Ich hätte mir das Zeug in die Schatzkammer legen können und eine Söldnerkompanie hinterschicken können. Fuck. Stimmt. Jetzt habe ich nämlich ein Problem. Prozent. Wir haben November. Okay, passt auf, Freunde. Das wird so nichts. Seht ihr? Ach, die sehen doch im November aus. Gut. Ist mein dritter Ochse da? Ja. Mal sehen, ob die
zweiten Ochsen holen, um hier zu Ende zu pflügen. 99, 100%. Okay. Versucht's mal. Holt mal den zweiten Ochsen. So, ich habe jetzt vier Familien, die bauen. Ihr geht nach Hause. So. Kirche. Ich wollte hier eine Kirche hinbauen. Dazu brauche ich Steine. Haben wir nicht. Dazu muss hier... Achso, ist ja noch nicht fertig gebaut. So. Du machst Holz für den Winter. Genau. Immer noch null Gemüse. Hol wenigstens ein bisschen, dass wir über den Winter kommen. Krank. Ach komm, Erhard. Hab dich nicht so, ja? So. Was ist hier los? Ach, ich habe die falsche Familie rausgeschickt. Ja, das kann ich mir aber nicht aussuchen. Transportiert, 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 wartet. Unschön. Kann ich einer von euch mal schnell den Ochsen da fertig machen? Sät, sät, sät. Naja, drei Felder sind fertig. Aber ich muss die umsetzen. Haben wir Jäger? Ja. Ich habe niemand für die Gerberei. Gut. Lehm. Da habe ich auch niemanden für. Kann sich mal bitte jemand um den... Wow. Kann sich mal bitte jemand von euch um den Ochsen kümmern? Ja, da kommt jemand. Sehr gut, danke. Wir haben drei Felder fertig. Das Feld wäre dann Bonus. Frage ist, ob sie das noch vor dem Winter ausgesät kriegen. Oh, guck mal, wie schön die hier jetzt Gemüse machen. Vielleicht kriege ich da noch ein bisschen was raus. So. Sechs Bauholz, zehn Steine. Wie sieht's mit hier aus? 4 Monate Brennholz. Dezember, Januar, Februar, März. 5 Monate. Ist doch eigentlich gut.
Genau. Oder warte. Ich mache so und hier nochmal eine rein. Vielleicht schaffen sie das Feld ja doch noch. Den zweiten Ochsen haben sie zumindest nicht genutzt. Aber ich wette, wenn ich den jetzt wegnehme, dann ist es Jakob, der weggeht. Wartet Knecht unterwegs. Aber jetzt brauchen wir ihn auch nicht mehr. Jetzt brauchen wir den auch nicht mehr. Wir sind wieder bei 8. Ah ja, wir haben keine Waffen. Kirche fehlt hier um Bekleidung. Wenigstens die Kirche könnten wir bauen. Ach, da muss ja hier einer rein. So. Ja, über den Winter bauen wir jetzt die Kirche, rüsten auf Stufe 2 und bauen hier noch eine Reihe Wohnhäuser. Ich will mal gucken, ob das reicht. Das ist immer mit Hinterhof. Das heißt, ich könnte überall Stufe 2 machen. Ich könnte überall Stufe 2 machen, Hinterhof und dann hier meine Produktionsstraßen. Hahaha. Was brauche ich dafür? 18 Bauholz. Fertig. So. Wie sieht es jetzt mit euch aus? Ihr wartet alle. Ihr sät nicht mehr. Ah, es ist Dezember. Okay, das heißt, ihr könnt alle raus und das hier hat nicht mehr geholfen. Also habe ich nur 3 Felder. Gut. Jetzt. Einer geht in die Gerberei. Üppiges Vorkommen. 2 Monate Nahrung. Das heißt, ich werde hier einen zweiten reinsetzen. Nein. Wie viele Beeren haben gibt es? Ach, es gibt keine Beeren mehr. Das heißt, ich muss hiermit. So. Und 2, die bauen. Wie viel? Ich habe 36 Stein. Komm. Raus hier. So. Du baust mir jetzt bitte die Kirche. Ach, du brauchst 20 Bretter. So, okay. Wir haben 9 Bauholz und 3 Bretter. Wir haben 2 Leute im Jägerlager. Bären. Ja gut, die Chance habe ich verpasst. Ich muss jetzt echt schauen, dass ich hier mit diesem üppigen Vorkommen über den Winter komme.
So. Ich habe ein Leder, das kommt auf den Markt. Drei Bretter. So. Gemüse. So, das sind 10 von 11. Theoretisch könnte ich hier noch. Nee. Kann ich nicht mehr. Lebt da schon jemand drinne? Ja. Im Frühling macht ihr auch Gemüse. Klar? So. 11 Bauholz, 13 Bretter. Das heißt. Achso, ich brauche 20 Bretter. Ich baue hier den Beetschuppen hin und dann hier hinter, das müsste an Häusern reichen. Okay. 20 Bretter muss ich warten. Naja. Mal schauen. So. Da kann ich mir dann Eisen besorgen. So. Wo kriege ich ein Eisen her? Hier. Nee, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Holt euch mal die Bäume da erstmal weg. Achtundzwanzig Bretter. Jetzt hätte ich gerne hier die Beetschuppen. Und wie viele Hofstätten brauche ich jetzt? Zweiundzwanzig Material. So. 14 Material. Okay. Neun Bauholz haben wir. 14 brauchen wir. Habt ihr einen Ochsen zugewiesen? Ja. 3 Monate Nahrung, 4 Monate Futter. Oh, die sind auf dem Limit. So, was haben wir an Fleisch? 3 Monate. Also Januar, Februar, März. Gut. Na, zur Not müsst ihr hier, keine Ahnung. Der eine Typ hier hinten war doch krank, den könnt ihr anknabbern. Ah, sehr gut. Immer noch 7 Bäume, die gefällt werden müssen. Fünf. Drei.
Okay. So. Ich habe 5 Familien, die bauen. Brauche ich doch gar nicht. Zeig 4 Familien, die bauen. Ähm, 28 Bretter, 19 Bauholz, 4 Monate Brennstoff. Dann kann einer mal noch in die Brennholzhütte rein. Zeig 3 Familien, die bauen. Okay. Ich würde aber sagen, ich lasse die erstmal bauen. Und sage von hier aus Danke fürs Zuschauen. Danke für Ihre Tipps und Kommentare. Macht's gut. Genießt den Tag. Und vor allem, see you later.